Eine Adresse und ein Name sind alles, was Ryo Hasuki, seines Zeichens Held von Shenmue 2 für die Xbox, bei seiner Ankunft in Hongkong als Orientierungshilfe bei sich hat. This is where Li Xiaotao is? Zugegeben, Segas ungewöhnliches Action-Adventure macht es euch nicht gerade leicht. Aber keine Angst. Auch wenn ihr anfangs noch ziemlich ziellos durch die belebten Straßen irrt, bekommt ihr nach und nach von bestimmten Schlüsselfiguren Informationen zugespielt, die euch auf der Suche nach dem Mörder eures Vaters weiterhelfen. Da ihr in Hongkong aber nicht nur auf gutmütige Spießbürger trefft, lässt sich ein kleines Kämpfchen zwischendurch nicht vermeiden. Als Grundstock für die Prügeleinlagen, bei denen ihr gleich mehreren Gegnern auf einmal die Vorderzähne in den Hals schieben dürft, dient ein abgespecktes Virtua-Fighter-Kampfsystem. Im Laufe eures Abenteuers erlernt ihr mehrere Angriffstechniken und Kombos, die ihr natürlich im Ernstfall auch anwenden dürft. Allerdings heißt es auch bei Shenmue 2, ohne Moos nix los. Um an Geld zu kommen, könnt ihr euch zum Beispiel wie hier als Tagelöhner im Kistenschleppen versuchen. Das Ganze ist als Quicktime-Event angelegt. Wenn euer Partner ein Kommando brüllt, müsst ihr schnell auf dem Pad die entsprechende Richtungstaste drücken. Ansonsten fällt die Kiste zu Boden. Wer nicht so auf körperliche Arbeit steht, darf sich natürlich auch als Glücksspieler, Dartprofi oder weiß der Teufel was verdingen. Mit dem verdienten Geld bezahlt ihr eure Hotelkosten und vergnügt euch anderweitig. Ihr könnt euch zum Beispiel am Kaugummiautomaten Actionfiguren bekannter Sega-Helden ziehen oder eure Kohlen in der Spielhalle verdatteln. Zur Wahl stehen originalgetreu emulierte Klassiker wie Outrun, Hang-On, Afterburner 2 oder das gute alte Space Harrier. Für Shenmue 2, von dem ihr hier gerade nochmal die Dreamcast-Fassung zum Vergleich seht, kann man sicherlich keine generelle Kaufempfehlung geben. Das Spiel trifft einfach nicht jedermanns Geschmack. Wenn ihr euch allerdings mal drauf einlasst, bekommt ihr zur Belohnung ein faszinierendes Spielerlebnis in einer ungemein lebendigen Welt. Probiert's einfach mal aus.